Ausfall des Funkgeräts dachte ich schon, es wäre endgültig um mich geschehen. Niemand würde mich mehr hören, egal was ich jetzt noch tat. Doch das Schicksal war mir heute. Ich fand heute ein Ersatzteil. 4 Tage, ohne dass ich zumindest dem Äther meine Sorgen mitteilen konnte. Deprimierend. Die anderen sind keine Gesprächspartner. Immer reden sie nur von Hoffnung, Überleben und wir schaffen das schon. Und irgendwas wird das schon. Ich habe keine Hoffnung mehr. Hoffnung ist verloren. In 4 Tagen ist viel passiert. Wir haben die Stadt verlassen. Ich bin mit Boros, Teufel, Wheelie und Quedos in den Norden gegangen, zu einer Lagerhalle. Die anderen haben Gruppen gebildet, ebenso wie ich, und sind zu anderen Gebäuden gegangen, weil dort angeblich die Chancen auf ein Überleben außerhalb der Stadt am höchsten sind. Einige sind zurückgeblieben, um die Stellung zu halten. Was soll das Ganze? Ganz einfach. Wenn weniger Leute in der Stadt sind, rennen die Zombies viele leere Buden ein. Die Leute drinnen überleben. Aber die Zombies spüren, dass noch jemand in der Stadt ist. Unsere opferbereiten Mitbürger. Sie überleben, soweit man den neuesten Nachrichten glauben darf. Und auch hier draußen, in der Wüste, sieht es gar nicht schlecht aus. Noch leben wir. Wir waren gestern und heute unterwegs in den Gebieten um der Lagerhalle. In der Lagerhalle selbst haben wir alles ausgelöscht. Was auch nur nach gammeligem Kopf aussah. Doch in der Umgebung sind so viele von ihnen. Ich glaube, dass der Strom nach wie vor endlos ist. Es gibt keine Rettung mehr für uns. Das gab es noch nie. Es gab noch nie eine Rettung für uns. Noch nie! Aber immerhin bleibt mir noch Fridolin. Gestern hat Willy ihn mir entwendet und im Wüstenboden liegen lassen. Meinen Fridolin, ich war nur einen Moment unachtsam. Bin ein wenig weggedöst, hab mich führen lassen und dann sind wir wieder zurück in der Lage an und ich musste feststellen, dass Fridolin nicht mehr bei mir war. Aber ich habe Fridolin zurückgeholt. Viele Zombies mussten sterben, damit ich es bis zu Fridolin schaffe, aber das war es wert. Wenn ich nicht mehr Fridolin habe, wen habe ich dann noch? Habe ich denn überhaupt noch einen Freund auf der Welt? Nein, es bleibt mir nur noch Fridolin. Allein Fridolin, das sorgt dafür, dass ich jede Nacht im kalten Wüstensand lebendig aufwache und ich meinen Körper in 1000 Teile zerfletscht vorfinde. Nur Fridolin ist das zu verdanken. Unser Funkgeräteforum. Der Aufwand ist enorm gestiegen, seit sich die einzelnen Gruppen aufgeteilt haben. Jede Gruppe muss ihr eigenes Tagebuch führen. Ich frage mich immer noch, wo sie das ganze Papier und das Schreibmittel dafür auftreiben. Wir haben auch eins, halten jeden Funkspruch fest. Einer findet sich immer, der alles aufschreibt. Kann man dann auch die Organisation nachlesen, die wir geplant haben. Oh Gott, was war das? Ich glaube nicht, dass wir noch lange alleine sind. Die Organisation der einzelnen Campinggruppen, wie es so schön euphemistisch heißt, wurde lang und breit geplant. Es wurden alle Eventualitäten übereinander geworfen. Viel wurde geredet, viel wurde diskutiert. Und doch am Ende wird es zwecklos sein. Ich spüre es, ich weiß es, dass es zwecklos sein wird. Fast so traurig. Aber vielleicht leben heute einige länger als die anderen. Ich bin mir sicher, dass ich einer der Letzten sein werde, die sterben. Schließlich habe ich Fridolin an meiner Seite. In der Zeitung steht auch nicht wirklich Neues. Außer, dass tagtäglich der unsägliche Autor uns auf unsere Verluste hinweist. Wie schwach noch unsere Verteidigung war. Wie viele von den Gammelköpfen noch eingedrungen sind. Wie alles gefallen ist. In den letzten Tagen gab es einige Verluste.
Bellega ist gestorben. Manche sagen sogar, er war mutiert, habe sich verändert und sei gar nicht durch Zombies gestorben. Naja, ich traue nicht wirklich um ihn. Ich habe aufgehört zu trauern. Was hat Trauer noch für einen Sinn? Wir sind jetzt an einem besseren Ort. Es kann nur ein besserer Ort sein. Gibt es überhaupt einen schlechteren Ort als hier? Nach Billiger folgte Rage. Rage starb wahrscheinlich einen furchtbar grausamen Tod. Meine Fantasie ist viel zu bunt. Ich mir vorstelle, wie die Horden sie in ihrem eigenen Haus unter ihrem eigenen Bett sie zerrissen haben, in tausende Teile zerstückelt. Jedes kleiner als ein Finger. Sie wird unglaubliche Schmerzen erlitten haben. Unermessliche Schmerzen. Ich habe beobachtet, dass als ich meinen Dackel heute auf einen dieser Bestien hetzte und er nicht wieder zurückkehrte, dass diese lebenden Leichen dazu neigen, lebenden Wesen den größtmöglichen Schmerz beizubringen. Mein Dackel starb als letztes, als er nur noch ein Rumpf war, ohne Gliedmaßen, ohne Ohren. Nur die Augen wurden ihm vorher ausgebissen. Ich denke mal, dass es Rage ähnlich ging. Ich sollte mir eine Waffe suchen, um mir selbst die Kugel zu geben, bevor es so weit ist. Ich sterben sollte. Die Zombies kommen. Ich glaube, ich werde mir den Batteriewerfer heute Nacht schnappen. Mir einfach eine Batterie. Die Hirnrinde jagen. Das wird das Beste sein. Amy und Zio sind heute Nacht gestorben. Weitere Tote. Was macht's? Menschen sterben. Einer nach den anderen. Die Zombie-Horden in der Außenwelt sind letzten Berichten zwar gigantisch. Nur auf den verschiedenen Campingplätzen, auf den Lagerhäusern und Wachposten und Bunkern, die wir außer Korn haben, unser Überleben auf die maximale Zeit hinauszuzögern. Dort sind weniger viele von ihnen zu erwarten. Aber ansonsten gibt es kaum noch Gebiete, die frei besucht werden können. Keine Hoffnung mehr. Kein freies Geleit. Es gibt keinen Gott. Und wenn es einen gegeben hat, so ist er längst tot. Ist ein grausamen Tod gestorben. In dem Moment, als die Zombies ihn zerstückelt haben. Da draußen ist nichts mehr. Außer die Verdammnis. Der Zustand der Wüste ist mir mittlerweile mehr als nur egal. Es interessiert mich einfach nicht mehr, ob ein Feld leer oder voll ist. Was macht es schon? Ob man dort etwas findet oder nicht? Was hat es uns geholfen bisher? Dieses Holzbrett, diese Schrauben, was hat es im Endeffekt gebracht? Nichts. All das, wofür wir so viele Tage gekämpft haben, war letztendlich doch nur ein einziger Fehlschlag, ein Misserfolg. Es gibt einfach nichts, was wir tun können. Egal wie viel wir buddeln, egal wie viel wir graben. Es gibt keine Rettung. Kein Hubschrauber, kein Flugzeug, kein Schiff, das kommen wird. Es macht einfach keinen Sinn, weiter zu graben. Außer um sich mit stumpfsinniger Arbeit zu betäuben und davon abzulenken, dass der eigene Tod nur noch eine Frage der Zeit ist. Und diese Zeit nur noch wenige Stunden ist. Nichts anderes. Nichts weiter. Der Wettbewerb, mein einziges Vergnügen in diesen Tagen. Die Normalos haben viel größere Verluste als wir. Sie sind so gut wie ausradiert. Niemand lebt mehr von ihnen. Niemand. Nur so ein paar Einzelne. Aber auch die werden bald ihren Schöpfer entgegentreten. Oder zumindest seine ausgebleichten Überreste zu sehen bekommen. Nicht anders sieht es bei diesen Schildträgern aus. So viele sind von ihnen gestorben und so viele werden noch sterben. Auch wir werden ihnen folgen. Aber nicht gleich. Der Wettbewerb ist der einzige Lichtblick in meinem doch so farblosen Leben. Obwohl, es ist nicht farblos.
ein wenig ausgebleicht. Die Techniker dieser Pest, dieser Pelzbefall der Wüste. Sie leben noch. So viele von ihnen leben noch. Viel zu viele! Sie müssen sterben. Sie müssen alle sterben. Und könnte ich es beeinflussen, ihren Tod zu beschleunigen, so hätte ich es längst getan. Aber leider sind mir die Hände gebunden. Hilflos muss ich zusehen, wie sie einen Tag nach den anderen überleben. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht lange so bleiben. Auch sie werden sterben. Früher oder später. Nur ich und Fridolin, wir beide werden ewig leben.